Hi, mein Name ist Arno und im nächsten Film geht es um ein etwas ruhigeres Thema, nämlich um das Thema Balance. Wichtiges Thema heutzutage, weil wir einfach zu wenig Balance im Alltag trainieren. Wir stabilisieren durch diese Trainingsform kleine Muskelgruppen, kleine wichtige Muskelgruppen, die auch das Verletzungsrisiko nachher reduzieren, und wir aktivieren unsere Körpermitte. Ich habe hier drei Trainingsgeräte vor mir liegen, die alle die Balance trainieren, aber unterschiedliche Charaktere haben. Und zwar einmal haben wir hier die hochwertige Version als Stabilitätstrainer aus Schaumstoff. Dann haben wir einmal den Bosu mit Luft gefüllt und einmal den Therapiekreisel, den Wobble Smart, auch aus der Arzt Vitality Serie. Alle drei haben die Möglichkeit, dass sie mich gleich aus dem Gleichgewicht bringen. Aber ich möchte euch jetzt zeigen, wie ihr diese drei Trainingsgeräte vielleicht einfach in eure eigene Trainingsroutine, die ihr momentan habt, einbaut, um Stabilitätssequenzen zu trainieren. Heißt nicht, dass ihr nur Balance darauf machen könnt. Ihr könnt natürlich auch klassische Kraftübungen, wenn ihr beispielsweise Bizeps macht, auch mit Balance verbinden. Ich zeige euch jetzt aber einfach klassische Balanceübungen. Wir fangen mit dem Bosu Balance Trainer an und nehmen die Materie Luft einfach mal als erste Stabilitätsform von hier aus. Habe ich zwei Möglichkeiten, den Bosu Balance Trainer zu nutzen. Einmal mit dem stabilen Rahmen als festen Untergrund, wo ich gleich auf diesem Dome, auf diese Kuppel steigen kann. Oder ich kann ihn nachher auch umdrehen, um einfach andere Stabilitätsformen. Zeige ich euch nachher auch nochmal. Als erstes nehmen wir aber jetzt die klassische Balance. Und zwar, wenn du draufsteigst, achte immer, dass das Bosu-Logo in der Mitte zwischen deinen Füßen ist. Und von hier aus erstmal draufsteigen. Am Anfang ist es wichtig, um erstmal diese sensorischen Reize zu spüren, auf dem Bosu Balance Trainer einfach mal zu stehen und so ein bisschen zu wippen. Man hat jetzt wirklich das Gefühl, man kommt in so einen Flow. Man kann natürlich jetzt hier auch wunderbare Übungen machen. Erstmal nur treten. Ja, das ist jetzt eher noch die Stabilität, und die eigentliche Balance kommt ja jetzt, wenn wir einen Fuß mal heben. Dazu gehen wir jetzt noch einmal runter, vorsichtig zurück. Und dann versuch einmal, deinen Fuß genau auf das Logo zu stellen, um am Anfang sicher zu sein, oder wenn du es mit Kunden trainierst, im 1:1 Training für dich selber und du hast das Gefühl, du bist noch sehr, sehr unsicher, dann nimm dir irgendwo eine Möglichkeit, wo du dich festhalten kannst. Am Anfang ansonsten den Fuß erstmal hier seitlich oben auf den Dom setzen, die Arme weit nach außen strecken und jetzt mal versuchen, den Fuß vom Dom zu lösen. Jetzt siehst du schon, was der andere Fuß bei mir machen muss. Also eine optimale Möglichkeit, mein Sprunggelenk zu trainieren, die kinetische Kette, die nach oben geht, über die Kniegelenke oder über das Kniegelenk, besser gesagt, vom einem Bein, über das Hüftgelenk, meine Wirbelsäule, meine Rumpfmuskulatur muss mitarbeiten. Und dann merkt man auch richtig, wie der Fuß komplett arbeiten muss und dann einfach von hier aus nochmal lösen. Oft spürt man bei einseitigen Bewegungen bei der Balance auch ganz, ganz schnell, wo die Stärken und Schwächen liegen. Weil wenn ich das Ganze jetzt mit der anderen Seite mal mache, stelle ich schon fest, ob ich da wirklich ausgeglichen bin. Und dann von hier aus einmal vorsichtig runtersteigen. Die Form der Balance eignet sich wunderbar, wenn man oben auf der Fläche arbeitet. Man kann den Bosu natürlich auch noch umdrehen. Was man hier nicht machen sollte, ist, sich unbedingt auf die Plattform jetzt mit beiden Füßen draufzustellen, was das vom Sicherheitsrisiko zu gefährlich ist. Aber mit einem Fuß kann man das Gleiche auch noch mal hier machen. Auch da gilt, genau die Mitte zu treffen. Jetzt habe ich aber einen komplett anderen Charakter. Ja, also jetzt ist die gesamte Fläche ähnlich so ein bisschen wie nachher der Therapiekreisel, aber die Luft hat noch mal einen ganz anderen Charakter und ich kann sicherlich auch Balance trainieren, indem ich mich einfach mal auf den Bosu draufsetze, hier so ein bisschen spiele. Vor allen Dingen für Leute, die eine schwache Rumpfmuskulatur haben, sind solche Geschichten, so kleine Spielereien im Sitzen, wunderbar, um einfach das eigene Körpergefühl hier wirklich nachhaltig zu verbessern. Gut, das zum Thema Bosu. Wir kommen jetzt zum nächsten Equipment. Wir kommen jetzt zum Therapiekreisel. Den legen wir erstmal beiseite.
So, kommen wir zum Wobblesmart, also klassisches Brett. Wir haben hier die 6 Punkte, die uns so ein bisschen signalisieren, wo wir stehen können. Und wir haben die Möglichkeit hier, nicht wie bei den klassischen Zirkeln nur eine Stufe zu haben, sondern ich habe die Möglichkeit, durch eine leichte Rotation 6 verschiedene Stufen einzustellen. Und das liegt daran, dass der Mittelpunkt einfach ein bisschen spitzer wird und das macht das Ganze ein bisschen schwerer. Ich fange mal auf Stufe 1 an, dann seht ihr gleich, was bei mir passiert. Ich kann jetzt hier in die klassische Form gehen. Ihr seht auch hier, das Aufsteigen ist relativ sicher. Ich nutze jetzt die Punkte, um so ein bisschen zu schauen, wo meine Füße stehen. Wenn ihr beginnt mit der Balance, was immer ungünstig ist, wenn ihr ganz gerade steht, dann wird das sehr wackelig. Geht einfach ein bisschen in die Knie, dann müssen auch hier die Muskeln mitarbeiten, Arme einfach nach vorne. Und dann kann man natürlich auch ein bisschen spielen, mal nach vorne und hinten drücken. Das ist für mich jetzt relativ einfach, kann aber für jemand anders schon wieder total schwierig sein. Und das ist das Schöne, dass ihr hier verschiedene Variationsmöglichkeiten in einem Kreisel vereint habt. Ja, ich stelle den Wobblesmart jetzt mal um. Ich zeige euch jetzt mal, wie Stufe 4 bei mir aussieht. Jetzt seht ihr schon, der Abstand ist wesentlich größer zum Boden. Und hier muss ich jetzt auch ordentlich arbeiten. Und das ist das Gute an dem Wobblesmart, dass ich eventuell mit beiden Füßen schon Schwierigkeitsgrade schaffe, die ich super schnell individuell auch mit verschiedenen Leuten trainieren kann, weil ich Möglichkeiten habe, die ich super schnell verändern kann. Wenn ich jetzt mit einem Fuß arbeite, würde das für mich schon zu schwer sein. Aber auch hier habe ich die gleiche Übung, die wir vorhin auf dem Boso Balance Trainer gemacht haben. Und kann hier jetzt einfach auch mal so ein bisschen spielen mit dem Bein nach oben. Vielleicht gehe ich auch mal in die Waage, ich zeige das mal seitlich. Mal halten und dann einfach von hier aus noch nach vorne gehen. Also diese ganz klassischen Balanceübungen machen die Nummer hier schon wieder schwerer. Das Trainingsprinzip Kraft ist ja immer einfach Gewicht steigern, steigern. Bei solchen Geschichten geht es darum, klassische Übungen, die am Boden eigentlich super easy und sicher sind, dadurch zu erschweren, indem ich instabile Unterlagen wähle. Kommen wir zum letzten Stabilitätstrainer, dem Arts Vitality Trainer, und zwar von hier aus. Haben wir jetzt Schaumstoff, das ist eigentlich der festere Untergrund oder der festeste von allen. Jetzt haben wir keine Luft mehr, kein Balance-Kreisel. Hier stehe ich relativ sicher, aber ich kann natürlich jetzt einfach auch mal klassische Übungen, die ich mit dem Band mache, im Stand hier auf so einem Kombi-Trainer miteinander vereinen, um die Übung an sich schon wieder schwerer zu machen. Hier kann ich jetzt aber auch anfangen, um einfach mal klassische Bewegungsformen wirklich sicher zu üben. Ja, und der Vorteil bei Balance-Training ist ja, dass wenn wir beispielsweise im Alltag abgeschwächte Muskeln haben, wie jetzt zum Beispiel den Po, dass immer dieser Kompensionsausgleich stattfindet, dass der Rücken beispielsweise stärker wird. Durch Balancetraining baut man solche Kompensationsprozesse ab. Die Muskeln werden generell vom Ausgleich her wieder mittrainiert. Und hier muss zum Beispiel auch mein Po arbeiten. Kann das mit beiden Füßen machen, kann auch mal hier zur Seite gehen. Das ist alles super auf dem Stabilitätstrainer von Arts Vitality. Und ihr seht, ich habe unterschiedliche Möglichkeiten, auch verschiedene Stufen zu machen. Also ich kann den am Anfang nehmen, wenn ich total unsicher bin, nehme dann den Therapiekreisel, den Wobblesmart, kann den aufbauen oder nutze den Boso. Und bei allen drei Varianten gilt eigentlich, am Anfang immer festhalten, ne, damit kein Risiko da ist. Und ich würde euch raten, Balance in eure Trainingsroutine einzubauen. Alle Infos zu den Produkten, die ich euch gerade erzählt habe, findet ihr unten auch nochmal in dem Link. Da habt ihr alle Infos nochmal gebündelt. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Balance-Training und mehr Sicherheit im Alltag.